Ja, und jetzt regnet das wieder. Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Breath of the Wild. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Ist ein bisschen lauter, mach ja nichts. Oh, schon besser. Okay. Was haben wir gemacht, das Garnister Riesen? Ich gehe mal geradeaus. Ich sehe nämlich, dass ich da nämlich was. Ja, Bäume. Also drei Bäume. Scheint wieder ein Krogrätsel zu sein. Ach ja. Im Walderkrog sind ja auch so ein paar Schreine, die ich machen müsste. Shit! Lass dich doch der treffen! Ach. Toll. Da ist mein Mittagessen abgehauen. Kann ich jedenfalls die Pfeile einsammeln? Auch wenn ich viele Pfeile habe, sollte ich damit nicht einfach so verschwenderisch sein. Weil ich habe sie ja nur deswegen so viele, weil ich ja sie nicht so durch die Gegend schießen tue. Weil Ressourcenknappheit ist nicht witzig, Leute. Kann ich überhaupt damit die Pfeile sehen? Ich könnte mal wieder mal mit Kirby und das vergessene Land weiterspielen. Das habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht. Einfach deshalb, weil, ja, wegen der Sache, dass das nicht so hingehauen hat mit den Waldliebefreien. Ja, komme ich da hoch? Oder. Nee, solange ich laufen kann, geht es ja. Also meine Waldliebefreien befreien hat es nicht geklappt. Und das hat mir echt erstmal den Spaß genommen. Link. Link, bitte die Seite. Danke. Ja, tja, das hat dann halt dazu geführt, dass ich da erstmal eine lange Zeit das nicht mehr angerührt habe. Ah, da hinten sind schon die Bäume. Ja, ehrlich gesagt habe ich nicht noch mal, wirklich keine große Lust, die Chose nochmal zu machen, bis ich einen Wattelbefreit habe, und das werde ich so machen. Ich werde erstmal weitermachen und dann zwischenzeitlich das versuchen. Es war auch ätzend, dass da auch jedes Mal die. Sch oh, hi. Wie auch immer. Dass diese scheiß Gegner plötzlich da auftauchen, wovor da keine Gegner waren. Das ist sowas ätzend. Oh, Schrein in der Nähe. Okay. Laut Karte war ich noch nie hier gewesen. Okay, das war ein Vogel. Ich war ein bisschen irritiert. Gaburas! Okay, Leute, könnt ihr mir Witz erzählen, worüber ihr lachen tut? Alter, was? Okay. Hä? Das irritiert mich. Das irritiert mich. Das man hört ja die. Und die sieht man natürlich nicht. Weil, naja. Weil sie ja auch nicht hier so gibt. Mir fällt eigentlich auf, dass die Scheiße leuchtet. Also das, was mir die. Boah, also die Crocs geben. Ich wollte Kookaburra sagen, aber.
Es irritiert mich. Ich will mal zuhören, weil ich das nachher so geil finde. Aber es irritiert mich. Okay. Ah, ich weiß, wo das Schreien ist, so. Oh, shit. Wie sieht er uns nicht? Sie habe ich mir keine Bock. Ja, da ist das Schreien. Aber das ist ja noch was anderes, was wir machen können. Ja. Im Ernst jetzt? Ja, Sickness, weil wir das andere aktiviert haben. Okay. Wie ist das denn? Oh, wir können das Ding öffnen. Okay. So habe ich noch nie im Leben eine Schatzkiste geöffnet. Oh. Der Fisch sieht gut aus. Komm mal her. Oh, Maxi-Barsch auch. Apropos Fisch. Ich habe das erste Mal die Mikrowelle benutzt, die ich schon lange habe, aber nie eingeschaltet habe. Einfach weil. Warum? Ja, mach Bequemlichkeit. Okay, das ist dafür. Weil ich da auch keinen Nerv hatte, mich da reinzufuchsen, wie das so funktioniert und so. Und alles. Und eigentlich war das ja eigentlich ja so geplant gewesen, dass ich die Mikrowelle nehme, um halt Essen warm zu machen. So, und das habe ich eigentlich auch nicht so. Also so nötig gehabt. Und jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren, weil. Weil das da ganz oben ist. Ja, schaffen wir das? Jupp. Also. Ja, aber ich kann mir tatsächlich wirklich andere Sachen ziehen, zum Beispiel Grillen oder Umluft. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich dachte, also weil ich mir die Erfahrung gemacht habe, dass, ja, wenn du Mikrowelle machst, dann ist es trotzdem so pumpig und so. Aber das war tatsächlich nicht der Fall, weil der Fisch nicht da reingetan haben, also diesen, wie heißt das so? In der Schale mit so einer schönen Panade drüber. Das, wo, sag ich mal, besonders die Panade schön knusprig sein muss und so. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Der Fisch war knusprig. Wenn er mal ein bisschen zu knusprig. Und dann rein. Okay, was erwartet uns hier? Oh. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Sodascha. Im Namen der Göttin Helios soll geprüft werden. Eine Frage der Zeit.
Soda? Nein, Soda. Nicht die Brause. Uff. Ja. Eine Frage der Zeit, hm? Bisschen schwierig, das dann zu beobachten. Perfekt. Wenn ich wieder hingestellt hätte, mich die Kiste bestimmt erwischt. Okay, dann wollen wir mal. Das könnte fummelig werden. Notfalls kann ich einfach eine Eissäule bauen. Oh, und dahin schwimmen und reintun. Ich wollte das Ding noch nicht kaputt machen. Nein! Das war zu früh! Oh, ich wollte mich doch nur vor... Oh, ich wollte das machen, wenn das Ding nach oben geht. Mann! Na bitte. Kleiner Schlüssel. Gehen wir noch mal zu, Leute. Wir haben das mit den kleinen Schlüsseln doch vermisst, oder? Sind noch hier ein paar Sachen. Wäre ein bisschen unlogisch, wenn da hier natürlich noch eine Schatzkiste wäre. Boah, da müssten wir praktisch dann. Ja. Hinschwimmen und das könnte ganz schön übel enden. Dass wir nämlich im Schrein ertrinken, das wäre peinlich. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du da aus wie der Held. Im Namen der Göttin Hylia verleih ich dir ein Zeichen der Bewährung. Okay, danke. Zeichen der Bewährung erhalten. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia beistehen. Ja, ich kann nicht einen Limonadenstand öffnen. Und wie heißt es? Soda-Shan. Frag mich nicht, wie ich immer auf sowas Beklopptes komme. Okay. Oh. Natürlich gibt es Gewitter. Gewitter! Naja, zum Glück haben wir ein Ganzkörperkondom, also werden wir geschützt sein. Lassen wir uns ein bisschen treiben. Weil wir müssen ja jetzt nicht schwimmen. Hi, Dude. Okay. Hm.
Du willst wirklich getötet werden, was? Ups. Dafür wollte ich als Garuks Schild nicht missbrauchen. Naja. So viel zum Thema. Ja, wir lassen uns ein bisschen ertreiben. Das Gute ist ja... Oh, ist hier dann Krog. Das Gute ist ja, durch unseren Ganzkörperkontur sind wir auch gut geschützt. Vor Faora, wenn der meint, yo, ich ahle dich mal wieder, also im Sinne von, ich gebe dir mal so nette Schocks und so, und ich merke jetzt gerade, ich komme ja gar nicht da hoch, weil, ja, weil es regnet und Link kann nicht klettern, wenn es regnet. Was eigentlich auch Sinn macht, weil Link ja, naja, sich nicht halten kann. Toll. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wie ich da hoch? Warte mal. Ich mache es jetzt nicht so. Ich teleportiere mich dahin. Dann werde ich darüber gleiten. Dass es da auch immer regnen muss. Uff, ätzend. Okay, was machen? Okay, rüber gleiten. Also, was machen wir danach? Welchen Schrein wir besuchen? Boah. Ach, warte mal, da muss ich natürlich das Passende anhaben. Ja. Also das wird hoffentlich die Frage beantworten, wie soll ich denn da... Warum, wie soll ich denn da hinkommen, wenn das, wenn der Wasserfall da eh auf der gleichen Höhe ist. Manchmal funktioniert das. Oh. Also dieses... Ja, wir springen jetzt zum... Oh, das müsste ich auch mal aufleveln, merke ich. Also wir springen hoch. Also wir springen hoch und schaffen, sag ich, das zu überwinden, trotz dass es regnet. Aber man soll sich nicht darauf mal verlassen. Oh. Der hat seinen Spaß. Den haben wir schon mal getroffen, oder? Sind wir eigentlich auch hier richtig? Ja, ich liebe es, wenn ich nichts sehen kann. Aha. Ah, nee, das ist... Link. Dass sie so nervig sein müssen. Und ich habe gerade das Masterschwert gesehen und das hat mich wieder erinnert, dass ich da noch mal noch die blöde Schwerprüfung machen muss. Kick mir weg. Blutmond! Oh, Alter! Da war... Alter Schwede! Wo ist Blutmond? Oh, geil! Also so, wie es aus dem Baum rausguckt.
Also war ich nicht so ganz falsch mit meinem Gefühl. In dem vorigen Part hatte ich nämlich auch das Gefühl gehabt, dass bald Blutmond wieder käme. Und dass es dann besser ist, dann schnell wie möglich dann da zu verschwinden, wo ich zuerst war. Ich wollte ja nach Käfern gucken. Oh. Und es ist ein bisschen dann problematisch, wenn da so ein wenn man. Oh. Ich habe echt keine Lust darauf, von den Typen da. Oh, da schaut sie bald aus. Also von denen immer eine Gehalt zu kriegen. So, jetzt tun mir die Dinger nichts. Aber hätte ich, sag ich, normale Klamotten an, ja, dann hätte ich ein Problem gehabt. Dann hätte ich wieder Zitterei gespielt. Apropos Zitterei. Wo sind die Teile? Also wo ist der Schuppen, den ich abgeschossen habe? Also wenn man von Faora immer so, dass man den Stuff haben will, dann sollte man doch zuerst diese Gummiausrüstung haben und dann hochleveln. Weil man sonst dann immer wieder eine Geal kriegt oder vielleicht auch Elektroschutz. Ob das aber was bringt, weiß ich nicht. Weil ich habe das bisher nie so großartig benutzt und da muss man auch, ich glaube, das wird dann gehen, wenn man Bananen. Wenn man das dann auch, das so vom höchsten Level hat oder Level 2, also beziehungsweise Level 2 hat, so. Da ist die Schuppe. Und da sind Bananen. Also immer einen Kopf treffen und nicht am Hals. Nö, also da habe ich keine Lust, das auszuprobieren mit diesem Strom. Ja, ob da Strommedizin da, also Elektroschutzmedizin da was bringt. Dafür hat mich VO so sehr geärgert. Okay. Und so schwimmen wir doch besser. Weil ich will mal bis zum Stall. Also zum Stall hingehen. Und dann wollen wir mal sehen, was Terry so Feines hat. Höchstwahrscheinlich würde uns dann halt den Käfer abschwatzen. Also, aber ich glaube, mit dem Käfer brauchen wir nicht so. Oh, erstmal aufladen. Dieses Busch gefällt mir ganz und gar nicht. Huch, das ist eine Schatzkiste, aber ich glaube, die habe ich schon geholfen. Und da habe ich festgestellt, da war nichts Gescheiteres. Also, weil dieses Buff bedeutet nämlich Giga-Nerven. Kann ich da irgendwie... Nö, nicht runter. Aber da geht es. Ja, da geht es. Ist so ein direkter Weg. Und warum ist der einfach galoppiert?
Naja, also Banane, brauche mir erstmal keine Sorgen machen. Ich könnte einen dicken, fetten Bananenpudding machen. Er war 10 Tonnen groß, also 10 Meter groß und 10 Tonnen schwer. Aber eigentlich auch klar, dass der Auto, ich meine, wir haben dieses Busch gehört und wir sahen auch, wie der eine Typ weggerannt ist, also weggaloppiert ist mit seinem Pferd. Ein sicheres Zeichen, dass da Ärger in Anmarsch ist. Wo ist jetzt Terry? Ja, okay. Hey Terry, ich habe was für dich. Hallo, wie geht es Ihnen? Oh, was haben Sie denn da? Ist das etwa ein Auskäfer? Die sind wirklich sehr selten. Verehrter Kunde, würden Sie mir diesen Auskäferkäfig bitte überlassen? Das ist Terry Spezialmädchen aus echten Feen. Ja, okay. Obwohl das eigentlich. Das ist aber nicht so oft, so kann das Geschäft weitergehen. Ja, wir wissen ja, Feenwasser ist im Grunde um nichts wert. Und ich glaube, das halt auch nur 4 Herzen. Also. Da ist man im Grunde genommen mit einer Fee besser bedient. Einfach deshalb halt auch, dass wenn man K.O. geht, man von der Fee automatisch geheilt wird. Da Feenwasser. Ich glaube, es sind. Gucken wir mal. Rezept. Fee Exalus Schwanz. Mit anderen Worten, die Fee hat den Schwanz veredelt. Okay. Okay, wieder raus. Und jetzt kommt da wieder Rauch auch hinterher. Und wenn man hinterher geht, folgt er ein. Der muss sich danach auch irgendwie verarscht fühlen. Okay, das war's dann, Leute. Also, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch, Abo, bla bla bla. Ich aber freiwillig. See you more than